Ja, hallo und willkommen zurück hier auf dem Kanal. Im Prinzip, das Wetter gibt nicht wirklich eine Tour her. Ich möchte mal trotzdem eine Sache anschauen, die ich eigentlich so für den täglichen Arbeitsweg brauche. Ja, es hat mal wieder viel geregnet. Es hat Schnee gegeben, der jetzt abgetaut ist und es ist viel Wasser unterwegs. Und ich schaue mir jetzt mal an, wie das dann so aussieht. An der Saar mit dem Radweg, wie viel Wasser dort steht, ob er fahrbar ist. Und ob nicht, ja, das ist heute Thema der Tour. Ich habe nur das Smartphone dabei zum Filmen, das muss heute reichen. Ja, und ich denke, dann gucken wir uns mal an, wie das schon so aussieht. Ja, und man sieht es hier schon, das hier ist einer der vielen Nebenbäche der Saar, hier im Enzheimer Tal. Und ja, wenn man sich die ganze Sache so anschaut hier, dann kann man sich ausmalen, wie das dann nachher unten an der Saar aussieht. Ja, und bevor wir dann noch zum Fahrrad kommen, das möchte ich noch kurz vorstellen, was das so ist. Ja, ein kurzer Blick hier und schon stehen wir im Matsch. Ja, ein kurzer Blick zum Rad. Das ist natürlich viel zu klein für mich, aber es geht eigentlich nur heute hier um den Antrieb, der hier verbaut ist. Ich habe dieses Rad mit einem Pendix nachgerüstet. Das funktioniert ja nicht ganz gut, das fährt sich auch ganz gut. Aber es wird halt relativ selten trotz allem gefahren und das möchte ich eben heute mal ja so ein bisschen abändern und das Ganze mal bewegen. Ja, und wenn man sich hier die Landschaft anguckt, da ist nichts mit schöner Winterlandschaft, das ist alles ja, grau, braun, ein bisschen grün dabei. Ja, und nicht wirklich schönes Wetter. Sonne, Fehlanzeige. Aber was soll's. Also, gucken wir nochmal zurück. Ich fahre jetzt hier den Radweg wieder zurück und dann da geht's da vorne irgendwo, ja, nach links. Die Saar. Und Frankreich schickt uns viel Wasser. Also da mache ich mich jetzt gleich mal weg. Die sind nicht ungefährlich. Aber man sieht es, Wasser. Jo, und das sieht wieder nach Hochwasser aus. Ja, und das steht nicht umsonst da, brütende Wildgänse. Ja. Da sieht man es gerade. Also, Obacht! Die Autobahnbrücke A6, wenn man sich das hier betrachtet, ja, da fehlt nicht mehr viel und man hat hier auf dem Leinpfad nasse Füße. Ja, gegenüber das Museum, Staatstheater. Und die Saar hier an der Stadtautobahn und das hier ist immer die neuralgische Stelle, wenn es hier auf der Straße steht, ist Feierabend. Es ist immer nur ein bisschen problematisch für die Pendler, die hier morgens durch müssen. Da wird eine Umleitung ausgeschildert, das schaue ich mir jetzt noch an. Naja, ist nicht so prickelnd für die Autofahrer und für mich als Radfahrer auch nicht, weil ich muss dann irgendwo anders langfahren. Das ist jetzt Blickrichtung von der Westspange nach Saarbrücken. Ja, es sieht gar nicht so dramatisch aus, aber das kann ja noch werden. Also, ich mache mich jetzt weiter, nämlich hier über die Westspange drüber und dann geht es wieder Richtung Heimat. Auf der anderen Seite das Trottohaus. Ja, und ich fahre jetzt hier über die Brücke weiter in Richtung Innenstadt.
hier auf den Stufen des Landtags. Ein Blick auf die Hochwasserumfahrung. Ich sah nochmal, jo, da wird dann der Autobahnverkehr drüber abgewickelt. Die Strecke ist schon geräumt, es parken kaum bis keine Autos mehr hier. Das ist auch ganz sinnvoll. Aber trotzdem ist es kein Spaß, hier drüber zu fahren, weil an jeder Brücke hat man eine Ampel und eine Autobahn mit Ampel. Das ist ja eine Qual. Also ich mache jetzt oder schaue zu, dass ich hier wegkomme, gern Heimat, denn es wird langsam ein bisschen nass von oben. Hier unter der Ostspange am Hafen, letzter Blick aufs Wasser. Ja, auch wenn ich nasse Füße kriege, dann wird das morgen früh hier sein. Also, schauen wir mal. Ja, und hier vor einem geschlossenen großen Möbelhaus im Moment, weil ich hier, sage ich mal, relativ einsam bin. Jo, das war's für heute. Ein Blick auf die Saar. Ja, es ist viel Wasser drin. Die Lage ist angespannt, aber jetzt nicht wirklich dramatisch. Ja, aber gut, ich kann mir überlegen, dass die nächsten Tage dann radtechnisch ein bisschen nass werden. Aber damit muss man dann eben leben. Es gibt Schlimmeres, muss ich ehrlich sagen. Und naja, dann schauen wir mal. Also ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, mir hier zuzuschauen als rasender Reporter hier an der hochwassergeplagten Saar. Ich mache jetzt hier Feierabend und dann geht's. Ja, gen Heimat. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, und dann hier noch ein Wort zum Fahrrad als quasi der letzte Rausschmeißer. Ja, das hat wunderbar gehalten. Ich habe es ein bisschen renoviert, weil es nicht so oft benutzt wird. Ich finde das System einfach klasse, insbesondere für solche Räder ein bisschen flott zu machen. Es macht Spaß, damit zu fahren und damit ist jetzt wirklich Feierabend. Also ich mache mich jetzt gen Heimat, räume das Ding hier in den Keller und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.